Das ist ZM Talks Beyond States. Diese zweite Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, die Ende Mai 2020 hätte eröffnet werden sollen. Die Corona-Pandemie hat die Themen der Ausstellung in vielerlei Hinsicht aktualisiert, sodass das Zeppeli-Museum beschlossen hat, sie um einen diskursiven Prozess zu erweitern. Dieser diskursive Prozess führte uns zu einem neuen digitalen Format, dem Debatorial. Eine Debattenplattform, die sich vom bisher bekannten musealen Rahmen löst und die Rolle des Museums als Ort der Bildung, Forschung und demokratischen Partizipation neu schreibt. Die Themen der Ausstellung sind im Kontext der Covid-19-Pandemie brennend aktuell. Viele bereits zuvor aktuelle Fragen stellen sich heute mit neuer Vehemenz. Welche Rolle spielt die Gesellschaft für eine Demokratie? Darf der Staat Grundrechte einschränken? Wie hat die Corona-Pandemie die Sicht auf Staaten verändert und sind die kurzzeitig während der Pandemie errichteten oder geschlossenen Grenzen nun auch langfristig in unseren Köpfen verankert? Welche langfristigen Folgen haben Verunsicherung, Verschwörungstheorien und der Zweifel am Rechtsstaat? Diese und andere Fragen wollen wir auch in ZM Talks Beyond States erörtern. Episode 5 trägt den Titel »Geschichte einer demokratischen Grenze«. Hierin spricht Stenbo Franzen, Professor und Leiter des Zentrums für Grenzregionsforschung an der Süddänischen Universität, mit Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter der Abteilung Zeppelin, über die deutsch-dänische Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg und den Volksentscheid, der zu ihrer heutigen Form geführt hat. Im Kontext gesellschaftlicher Teilhabe an politischen Prozessen dient sie als Beispiel einer demokratischen Grenze. Alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem heutigen Podcast. Mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Stenbo Franzen. Professor Franzen ist Däne und Historiker und seit 2010 Leiter des Zentrums für Grenzregionsforschung und European Studies an der Süddänischen Universität in Sonderborg. Professor Franzen schrieb seine Doktorarbeit 1996 an der Universität Aarhus über die Rolle Jütlands in der dänischen Nationbildung des 19. Jahrhunderts. Er hat neben unendlich vielem anderen auch eine Monographie über Holstein im dänischen Gesamtstaat verfasst und mit zwei Kollegen das Buch 1200 Jahre deutsch-dänische Grenze herausgegeben. Sein besonderes Forschungsinteresse gilt den Themen Grenzen und Regionen. Dabei untersucht Professor Franzen die regionalen Perspektiven auf Geschichte, Kultur und Gesellschaften und die Bedeutung des Regionalen für den Aufbau von Nationen, besonders anhand der Beispiele Deutschland, Dänemark und Italien. Seine Arbeit an dem Thema Grenzen ist eine überaus spannende Geschichtsschreibung, die mehr von den Rändern von Nationen ausgeht und so den üblichen nationalen Blick von Zentren relativiert und auch erweitert. Auch als akademischer Lehrer war und ist Professor Franzen ein Grenzgänger. Zum Beispiel dadurch, dass er an deutschen Universitäten auf Deutsch und Dänisch lehrte, so an der Leibniz-Universität in Hannover oder an der Humboldt-Universität in Berlin. Ein zentrales Anliegen seiner Arbeit ist es, akademische Diskussionen aus der Fachwelt heraus nach außen zu tragen und auch einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Stenbo Franzen hat unendlich viele wissenschaftliche Monographien, hat in Sammelbänden und Fachzeitschriften publiziert, aber er hat eben auch Bücher und Aufsätze geschrieben, die sich gezielt an eine breitere Öffentlichkeit wenden. Das Thema unseres heutigen Gespräches ist die Grenze und die Grenzregion zwischen Dänemark und Deutschland und damit das deutsch-dänische Verhältnis und die historischen Relationen zwischen diesen beiden Ländern. Herr Franzen, zuerst möchte ich Sie natürlich auch hier begrüßen in unserem Podcast-Studio und Ihnen die erste Frage stellen. In einem Ihrer Bücher haben Sie geschrieben, dass sich dänische Debatten, ich nehme an, Sie meinen das historisch und aktuell, oft Ihres internationalen Kontextes nicht bewusst seien. Wie meinen Sie das? Ja, erstmal Dankeschön für die schöne Einleitung. Ich denke, dass in den Nationalstaaten gibt es eine starke Tendenz, sich selber zuerst zu sehen.
Und das ist in Dänemark auch so. Und deswegen kann man sagen, dass die deutsch-dänische Grenze aus einer dänischen Perspektive häufig als die Grenze bezeichnet wird und dann auch eben eine Grenze, die eher eine dänische Seite hat und nicht so viel eine deutsch-dänische Seite. In diesem Jahr begehen wir ja ein durch Corona ja etwas anders verlaufenes deutsch-dänisches kulturelles Freundschaftsjahr. Es ist ja 100 Jahre diese Grenze, die sich ja seitdem nicht verändert hat, wie wir ja hören werden. Im Nationalmuseum Kopenhagen wurde eine Deutschlandausstellung eröffnet. Das gemeinsame Gedenken an den Düppeler Schanzen, dem großen symbolischen Ort des Krieges von 1864, ist ja leider quasi auch Corona zum Opfer gefallen. Also generell kann man ja heute sagen, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern heute allgemein als entspannt wahrgenommen werden. Ich unterstelle mal, dass das auf beiden Seiten so ist. Wir sind Partner in der NATO, in der Europäischen Gemeinschaft und Dänemark ist im Schengen-Raum. Und die Grenzen sind natürlich entsprechend auch offen. Aber die Grenzschließungen durch die Corona-Pandemie waren natürlich sicher auch an der deutsch-dänischen Grenze ein großes Thema. In meiner Wahrnehmung hier unten im Süden, wir haben ja die österreichische und die schweizerisch-deutsche Grenze, aber weit, weit weniger bedeutend behandelt in den Medien als zum Beispiel die Grenzen zu Frankreich, Polen oder Österreich. Wie wurde das in dieser Grenzregion wahrgenommen? Also gibt es da auch Bilder von den getrennten Paaren, die sich nicht mehr zueinander finden können und so weiter? Wie war das an dieser Grenze und wie ist es aktuell? Ja, also die Schließung der Grenze im Frühjahr war natürlich ein großer Einschnitt. Das hat man ja nicht früher gehabt zu Friedenszeiten. Und das hat auch besonders viel Unruhe oder Schwierigkeiten gebracht im nahen Grenzraum. Es gibt ja inzwischen durch die Entwicklung mit der Schengen-Grenze und die Entspannung in der neueren Zeit, gibt es sehr viele Kontakte und eigentlich fließt Verkehr und Handel und Beziehungen ziemlich ungeniert über die Grenze. So, das war ein großer Einschnitt und das hat auch ziemlich viel Irritation ausgelöst, nicht zuletzt bei den Lokalen, auch bei den beiden Minderheiten, die Dänen sowohl als Deutsche, die sich sehr abgeschnitten von ihren Heimatländer oder ihren da, wo die sich kulturell hin gehören sehen. Das war schon so wichtig und eine große politische Frage auch. Heute ist die Grenze wieder auf und dann ist die ja auf der anderen Seite jetzt wieder zu, weil die Restriktionen jetzt gerade wieder stärker geworden sind und dass man nicht mehr so einfach nur rüber kann. Jetzt gibt es ja wieder Corona-bedingt. Aber die Grenze ist nicht geschlossen wie im Frühling. Herr Professor Franzen, ich habe in einem Ihrer Texte gelesen, dass die dänische Bevölkerung mehr als anderswo, also mehr als in anderen Nationen, bereit sei, ihrem Staat Kontrollfunktionen zuzubilligen. Dass sozusagen der Glaube an den guten Staat oder das Gute im Staat ungebrochen sei oder ungebrochener als zum Beispiel in Deutschland, weil er nie wirklich schlechte Erfahrungen vorgelegen hätten. Gilt es auch für die aktuelle Corona-Pandemie? Gibt es in Dänemark keine Maskenverweigerer, Verschwörungserzähler oder Demonstrationen gegen Maßnahmen? Und wie denkt man in Dänemark über das, was sich in der Hinsicht gerade in Deutschland abspielt? Also ich würde ja sagen, dass also wenn Sie mir diese Frage vor einer Woche gestellt hätte, dann wäre jetzt die Antwort vielleicht ein bisschen anders gewesen. Also wir haben hier in den letzten Tagen sehr viel Diskussion und Debatte wegen die Nerzfarme und wo die Regierung eigentlich alle die ganzen Farmen erlöschen wollten, die Nerze töten. Und das hat sich ja jetzt in einer etwas politischen Vertrauenskrise entwickelt, weil man nicht mehr richtig weiß, ob das noch auch nur richtig war oder ob man das wirklich wollte. Und so, man hat ja auch in Dänemark, auch in der Pandemie generell, die ganze Zeit auch eine Diskussion gehabt, ob Maßnahmen gerechtfertigt waren oder ob das sein musste, wenn es eingeführt wurde.
Man kann sagen, dass die Dänen haben eine Tradition, sich nach Regeln zu richten, wenn die von oben kommen. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass die Dänen jedenfalls in ihr eigenes Bewusstsein auch als relativ anarchisch gelten. Also so, das ist ein bisschen ja und nein. Man hat keine Maskenpflicht gehabt, aber als die eingeführt wurden, ist die einigermaßen akzeptiert. Und normalerweise folgen die meisten. Aber so eine Diskussion wie jetzt bei uns, wo man dann über das Thema Einschränkung von Grundrechten redet, also wo man dann sehr weit geht, das gab es nicht oder habe ich das jetzt nicht richtig verstanden? Ja, die gibt es ja verstärkt. Das gibt ja auch verstärkt Probleme, weil im Frühling war die Schließung war ja deutlicher und einfacher. Aber nachdem man nicht alles mehr schließt und wenn man Ausnahmen macht oder dass man meint, dass Teile der Produktion oder Teile des öffentlichen Lebens aufbleiben kann, dann führt das natürlich auch zu einer Diskussion, inwiefern das gerechtfertigt ist. Aber die Entscheidungen und die politischen Entscheidungen über sowas sind ja, glaube ich, in Dänemark eher zentralistisch, oder? Ist das richtig? Die sind ziemlich zentralistisch, das ja. Macht Kopenhagen sozusagen. Ja, ja. Ich möchte jetzt nochmal auf die heutige Situation zurückkommen, vor Corona oder ohne Corona. Es gibt ja in dem ehemals dänischen und heute deutschen Südschleswig eine dänische Minderheit. Bis 1920 deutschen Nordschleswig gibt es eine deutsche Minderheit. Wenn man mit der Bahn da hochfährt, dann gibt es, glaube ich, ab Husum in Deutschland zweisprachige Bahnhofsschilder und zweisprachige Stationsansagen in den Zügen. Das ist so für mich der Anlass zu der Frage, ist das in Dänemark umgekehrt genauso? Und wie geht man heute konkret mit diesen Minderheitensprachen um? Sind die Menschen zweisprachig oder wie regelt man das? Oder wie wachsen Kinder auf? Also die Menschen sind zweisprachig und es gibt deutsche Schulen, es gibt dänische Schulen und die haben natürlich einen Schwerpunkt auf ihren eigenen Sprachen. Aber beide Minderheiten können beide Sprachen. Der Umgang mit den Sprachen ist ein bisschen unterschiedlich. In Dänemark ist das inzwischen ist Deutsch nicht mehr so geläufig und man sieht auch zum Beispiel selten deutsche Schilder. Das ist in späteren Jahren in Südschleswig ein bisschen anders geworden. Da ist mehr Dänisch zu sehen. Das schwingt ein bisschen hin und her, aber man kann sagen, dass also generell ist die Atmosphäre, die sprachpolitische Atmosphäre ist viel entspannter als früher, wo da mehr Druck auf den Minderheiten auch gemacht wurde. Was meinen Sie jetzt mit früher? Also ab wann kann man diese Entspannung irgendwie? Also sagen wir mal in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bestimmt. Seit den Ende 50er, 60er Jahren hat sich das beruhigt. Man hat sich mit den Minderheiten verständigt. Man hat sich auch gegenseitig über die Minderheiten verständigt. Und das war natürlich lange Zeit so, dass die Minderheiten relativ stark auf ihren unterschiedlichen nationalen Positionen standen und deswegen auch relativ einander entfernt waren. Aber in der modernen europäischen Grenzentwicklung kann man sagen, dass die Minderheiten spielen eher eine integrierende Rolle, weil die sehr offen sind für Kontakte auch miteinander. Und die beiden Minderheiten haben in den letzten Jahrzehnten deutlich verstanden, dass die haben eigentlich gemeinsame Interessen als Minderheiten. Ja, und auf die schwierigere Zeit Anfang der 50er Jahre, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Herr Franzen, Sie haben 1994 ein Buch publiziert, das ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit sehr viel Vergnügen gelesen habe und mit sehr viel Gewinn. Das trägt den Titel Dänemark, der kleine Nachbar im Norden, Aspekte der deutsch-dänischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie haben, wie Sie mir gesagt haben, das speziell für ein deutsches Publikum in Deutsch geschrieben. Dieses Verhältnis von klein und groß, das sich ja in dem Titel spiegelt, jetzt kommen wir auf Fußball zu sprechen. Das hat sich ja 1992 bei diesem legendären Europameisterschaftsendspiel zwischen Deutschland und Dänemark in Göteborg, das die deutsche Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister völlig verdientermaßen mit 0-2 verloren hat,
so in so einer speziellen David gegen Goliath-Geschichte umgekehrt. Wie wurde dieses Ereignis in Dänemark und in der Grenzregion verarbeitet? Also wie schlägt dann im Sport vielleicht auch nochmal Nationalismus oder Minderheitennationalismus durch? Ich gehe mal davon aus, dass das in Dänemark anders wahrgenommen wurde, wie wenn Dänemark jetzt gegen Belgien, Holland, England oder Italien Europameister geworden wäre. Das war sicherlich so. Das war ja in Dänemark auch eine, oder wurde so, als das so vorangeschritten ist, eine nationale Manifestation. Das war ja auch eine gewisse Genugtuung. So wurde das auch ein bisschen dargestellt. Das Klein-Groß ist sehr wichtig, wenn man die Nachbarschaft betrachtet. Die Dänen machen sich gern klein und manchmal auch kleiner, als die sind. Und das hat ja auch manchmal seine Vorteile, klein zu sein. In diesem Fall hat es dann auch dazu geführt, vielleicht, dass die Großen den Kleinen untersetzt haben. Umso mehr haben natürlich die Dänen sich darüber gefreut. Man kann umgekehrt auch sagen, dass es gibt immer eine kleine Tendenz dazu, dass die Deutschen nehmen vielleicht nicht die Kleinen vollkommen für voll. Und deswegen hat man in Deutschland sich ja eigentlich auch nach dem Spiel sich eher so lustig, freundlich damit beschäftigt, wie die Dänen ihren Sieg gefeiert haben. Wobei das von Dänemark aus gesehen deutlich eben eine nationale Genugtuung war und besonders, dass man den Deutschen irgendwie mal besiegen konnte. Ich habe in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, da ging es um eine Besprechung der Deutschland-Ausstellung, die gerade in Kopenhagen ist. Und da versteigert sich der Autor zu der Feststellung, dass dieses Endspiel in einer Reihe steht mit der Niederlage im Krieg 1864 und mit der deutschen Besetzung Dänemarks während des Zweiten Weltkriegs. Ist das jetzt überzogen, Folklore oder ist es wirklich so bedeutend? Also das ist natürlich ein bisschen überzogen, weil die anderen beiden Ereignisse haben natürlich ganz andere tiefe politische Folgen gehabt. Aber das war sicherlich für die dänische Volksseele eine große Sache und eine Art und Weise, sich zu zeigen, dass jetzt sind die, also hier oder hier sind die Sachen eher umgedreht. Wir waren hier die Starken und wir haben gewonnen. Ne? Ja. Das spielte schon eine Rolle. Das spielt dann auch eine Rolle, dass das Deutsch-Dänische sich in den letzten, also seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, als ein Fundamentalgegensatz in der dänischen kollektiven Bewusstsein sich entwickelt hat, was vorher nicht richtig der Fall war. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Das hat sich aber jetzt wieder etwas beruhigt, würde ich sagen. Und vielleicht hat diesen Fußballsieg auch dazu geführt, dass die Dänen sich auch entspannter im Umgang mit Deutschland fühlen. Fördert dann auch das Selbstbewusstsein. Also mein Held damals war Flemming Poulsen. Ja. Ja, das war ja auch eine spannende Sache, aber als in so einem Nachbarschaftskontext sehr interessant, auch wie die Verarbeitung und wie die nachher auch so gesehen wird. Das glaube ich, finden immer noch Interesse auch in der seriösen Forschung, wo man sonst sagen würde, dass Fußball ist nicht so richtig wichtig. Dann gehen wir nochmal weiter zurück in die Geschichte, wenn Sie gestatten. Wenn man jetzt den Titel Ihres Buches nochmal nimmt, Der kleine Nachbar im Norden, aus deutscher Perspektive, dann muss man ja sagen, wenn man zurückblickt, dann war ja für eine ganz lange Zeit, Sie haben ein anderes Buch geschrieben, 1200 Jahre deutsch-dänische Grenze mit zwei Kollegen zusammen als Herausgeber. Können Sie uns einfach mal, weil ich glaube, dass man von dänischer Geschichte hier doch sehr wenig Vorstellungen hat, kurz schildern, wie sich dieser Weg zum Kleinstaat einfach manifestiert hat? Ja, sowohl Dänen als auch Deutsche unterliegen ja eine nationale Erklärung oder eine nationale Perspektive, wenn die Geschichte anschauen. Und in der nationalen Zeit haben wir diese Situation mit Deutschland groß und Dänemark klein.
Vorher war die Lage etwas anders, weil Dänemark war ein kleines Imperium, ein zusammengesetzter Staat, wo der dänische König die dominante Figur war. Er herrschte über große Teile von Nordeuropa, eine Zeit lang Schweden, aber jedenfalls Norwegen, Island, aber seine Macht reichte ja auch im norddeutschen Gebiet rein, also in Holstein, aber auch in Oldenburg. Und er war auch eine starke Macht in den angrenzenden Ostseegebieten. Auch weil der dänische König hatte einen starken Zentralstaat und weil Norddeutschland lange Zeit eher eine zurückgebliebene Landschaft war mit viel Sumpf, viele wenige Verbindungswege und keine starke politische Kraft, der sozusagen den dänischen König und seine Macht Paroli bieten konnte. Und deswegen sieht man ja eher die dänischen Königen versuchen, auch weil die selber oft deutsche Familien und andere Relationen hatten, sich sehr in Deutschland einzumischen. Und wir kennen zum Beispiel in der ersten Hälfte oder in der ersten Teil des Dreißigjährigen Kriegs war der dänische König derjenige, der die Protestanten im Norden versucht hat zu schützen. Nicht mit so viel Glück wie später die Schweden, aber diese Rolle als Schutzmacht war auch für viele Norddeutschen ziemlich selbstverständlich. Sie charakterisieren ja Dänemark als den Typ eines Kleinstaates, der im Verlauf seiner Geschichte zu einem solchen reduziert wurde und diese Rolle auch kultivierte. Also die Situation mit der Stärke Dänemarks ändert sich ja dann im 19. Jahrhundert, teils weil Dänemark selber eine nationale Entwicklung eingeschlagen hat, der eigentlich ausschließt, dass man Teile von Deutschland im Staate haben, teils weil die deutsche Einigung ganz unvermutet auch aus dänischer Perspektive zu einer großen, starken Nachbar führt, der in den nicht so stark in den ersten, aber sehr stark in den zweiten Schleswigschen Krieg in 1864 sich durchsetzt und mit der Eroberung und Annexion von den Herzogtümern von Schleswig und Holstein Dänemark tatsächlich in eine ganz kleine Staat in 1864 reduziert. Ein Staat mit nur das Königreich und nicht andere Teile zusammenhält. Sehr homogen, sehr sprachlich, kulturell und homogen auch von den Leuten, die da wohnten, aber machtpolitisch ganz ohne Bedeutung. So, wenn wir uns nochmal der Situation vor dem Ersten Weltkrieg zuwenden. Es gab da ein Zeppelin-Ereignis, das mit Dänemark zu tun hat. 1913 fuhr nämlich das deutsche Luftschiff LZ-13 Hansa von Hamburg aus über Dänemark und Südschweden, also quasi eine Rundfahrt, die aber auch die Leistungsfähigkeit dieses Schiffes beweisen sollte. Im Hafen von Kopenhagen lag ein britischer Flottenverband auf Besuch, über den das Luftschiff kreiste. Das war wahrscheinlich schon provozierend gemeint, wurde aber auf jeden Fall von den Briten so aufgefasst. Und das ist so eine kleine Geschichte, die eben auch so diese aufgeladene Atmosphäre in dieser Zeit dieses Wettrüstens zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Großbritannien zeigt. Die deutsche Marineführung begann mit Beginn des Krieges in Tondern. Also das ist ja heute dänisch, war damals deutsch. So weit nördlich wie nur irgend möglich eine Luftschiffbasis zu bauen für Angriffe gegen die britischen Inseln und die Fernaufklärung über der Nordsee. Also die Frage ist, war Dänemark nicht für Deutschland eine wichtige Option, diese stützpunkttechnische Enge in der deutschen Bucht zu überwinden? Ein wichtiger, geografisch auch wichtiger Bundesgenosse, der den Zugang in die Ostsee kontrolliert und was auch immer. Gab es da irgendwelche Annäherungsversuche oder das neutrale Dänemark auf die eigene Seite zu ziehen? Ja, also nach der Niederlage in 1864 hält Dänemark sich erst neutral und
die Verbindung zu Deutschland war, wurde reduziert. Die Lust auf näher Kontakte mit Deutschland war nicht so stark ausgeprägt. Politisch lag Dänemark interessant zwischen Ost- und Nordsee. Das war aber auch immer stärker in einer deutschen Interessensphäre. Und die Dänen mussten eigentlich akzeptieren, dass, obwohl die ja eigentlich die Rolle der Deutschen gerne verkleinern möchten, war Deutschland politisch sehr stark in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dänemark hat sich mehr und mehr darauf eingestellt und kurz vor den, also in den Jahren vor der Ersten Weltkrieg, war es relativ klar, dass Dänemark wollte neutral bleiben. Deutschland hätte möglicherweise auch gern Dänemark in einer anderen Rolle, aber akzeptierte ein neutrales Dänemark, weil Dänemark nicht, also sozusagen, das war möglich für die Deutschen, ihre eigene Politik durchzusetzen, wenn Dänemark neutral war. Die Opinion in Dänemark war freundlicher Deutschland gegenüber Anfang des Jahrhunderts. Aber gleich mit dem Kriegsbeginn ist es wieder anders gegangen und Dänemark war nicht besonders deutschfreundlich. Politisch aber waren die Möglichkeiten, eine andere Position als eine relativ pro-deutsche Neutralität zu haben, war eigentlich sehr, sehr schwierig. Die Luftschiffe, das ist ja so eine interessante Verbindung zwischen Norden und Süden. Zwischen Friedrichshafen und Tondern oder Flensburg an der jetzigen Grenze. Das zeigt ja, es gab auch militärstrategische Gründe, sich aufzuhalten und dieses Gebiet zu besitzen. Und das hat auch sehr viel zu tun mit der Ost-Nordsee-Verbindung, mit der Kanal, der Kieler Kanal. Das ist alles eine stark aufgebaute militärstrategische Zone geworden um den Ersten Weltkrieg herum. Jetzt endet ja dieser Erste Weltkrieg 1918 mit der deutschen Niederlage. Und das ist jetzt natürlich auch eine Veränderung in der Grenzsituation. Es gibt eine massive Schwächung dieses großen Nachbarn im Süden. Und für Dänemark bot sich ja die Chance, diese Grenzfrage neu zu ordnen. Also Dänemark war ja irgendwie auch in den Versailler Friedensverhandlungen involviert. Und es kam 1920 zu einer ziemlich komplexen Volksabstimmung mit verschiedenen Abstimmungszonen unter internationaler Kontrolle und was auch immer. Und es war auch umstritten. Können Sie uns da einfach mal schildern, wie das war und unter welchen Bedingungen und Diskussionen diese Volksabstimmung erfolgte? Zunächst hofften die Dänen auf eine Verbesserung der Grenze und die deutsche Seite war nicht ganz unwillig, sowas zu überlegen. Also Verbesserung heißt Verschiebung nach Süden, ist das ja, richtig? Also ja, also deutscherseits eine freiwillige Aufgabe von ungefähr das, was heutzutage dänisch ist, weil das sehr dänisch war und nicht besonders deutsch. Und das war eigentlich ein Problem für Preußen, auch diese Gebiet zu besitzen. Aber mit der deutschen Niederlage kam dann die Frage einer internationalen Lösung auf. Und die wurde zur Ärgernis der Deutschen, aber von den Dänen auch präferiert. Man war nicht so glücklich bei dem Aussicht, mit Deutschland allein verhandeln zu müssen. Und wenn es eine internationale Friedensordnung geben könnte, dann gäbe es ja Garantien und dann wäre andere große Mächte mit einbezogen. Und deswegen hat Dänemark auch unterstützt, dass die Franzosen es in den Verhandlungen in Paris aufgenommen haben. Und da hat man sich für eine Zonenlösung entschieden und einen Volksentscheid in beiden Zonen. Die Zonen wurden nach Vorschlag Dänemarks festgelegt. Und in der Nordzone, das was wo man eigentlich wusste, dass es eine große dänische Mehrheit geben sollte oder geben würde,
Da gab es so die Ordnung, dass das Gesamtergebnis wurde die ganze Zone definieren. Also wenn Dänemark mehr Stimmen erhielt, dann wurde es dänisch. Und man konnte nicht mehr diese Grenzlinie verändern. In der zweiten Zone war das so, dass man, da hätte man das ändern können, wenn die Dänen da mehr Stimmen bekommen hätten. Nun hat sich dann, es sind zuletzt so ausgestellt, dass die Dänen haben ungefähr 75-25 gewonnen im Norden und die Deutschen umgekehrt in der Mitte Schleswigs. Und deswegen wurde die Grenze dann festgelegt, wie die jetzt ist nach der Abstimmung. Und die Grenze war beiderseits umstritten. Die Nationalisten in Dänemark fanden, das war zu wenig. Manche wollten ja bis an die Eider runter. Ja, die wollten mindestens Flensburg, aber am besten bis zum Eider. Die deutsche Seite war auch unzufrieden, weil die meinte, dass da war eigentlich Ecken oder Teile, Städte in nördlich der Grenze, die eine deutsche Mehrheit hatten. Und deswegen wurde die Grenze, die Abstimmungsgrenze von 1920 zunächst nicht anerkannt deutscherseits. Man hat nicht versucht, den zu verändern, aber eine eigentliche anerkannte Grenze gab es nicht. Und das bedeutet, dass die Grenze, die wir vor 100 Jahren dann da bekamen, wo die heute liegt, immer noch eine unsichere Grenze war oder nicht eindeutig. Man konnte nie wissen, ob das nun in der eine oder andere Richtung sich verändern ließ. Und das benutzte beiden Seiten auch politisch nach 1920. Sie haben an einer anderen Stelle geschrieben, habe ich gelesen, dass diese Veränderung der Grenzziehung durch diese Volksabstimmung 1920 für Schleswig, also Schleswig als Gesamtraum, also auch als kulturellen Gesamtraum, denke ich mal, meinen Sie, dass eine Katastrophe gewesen sei durch einen Verlust an Vielfalt? Wie meinen Sie das? Und hat es vielleicht auch Konsequenzen auf heutige Diskussionen in ähnlichen Grenzkonstellationen? Ist es vielleicht wirklich das Problem, die Zumutung für Menschen in solchen durchmischten Kulturräumen, dass sie sich für eine Nation entscheiden sollen? Ist das vielleicht auch ein Problem von solchen Volksabstimmungen? Also überzeugte Nationalen auf beiden Seiten würde es natürlich nicht als eine Katastrophe bezeichnen. Wenn ich sage, dass es eine Katastrophe war, war das natürlich, weil es bedeutete, dass ein Kulturraum, der eigentlich durch zwei gemischte Kulturen und eine große Austausch von unterschiedlichen Kulturen, auch von Sprachen und von Gebrauchen, das wurde ja dann gezwungenerweise in einen Dualismus festgelegt. Es gab ja in der Abstimmung keine Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, Deutsch oder Dänisch. Und jedenfalls historisch gesehen kann man sagen, dass die großen Probleme in Schleswig sind ja dadurch entstanden, dass die Schleswiger weder Dänen noch Deutsche waren, sondern Schleswiger. Und die hatten was von beiden Seiten. Das bedeutete nach der Abstimmung dann auch, dass diese Gegend eine Peripherie wurde in beiden Staaten, wo Schleswig eigentlich früher ein ökonomisch ziemlich gute und hochentwickelte Gegend gewesen ist. Und hier gibt es viele Parallelen zu anderen Grenzregionen in Europa. Grenzen schaffen vielleicht eine Ordnung und einen Frieden und geregelte Zusammenhänge, aber die Bezahlung wird ja anderswo gebracht. Das ist eben ein Verlust an Kontakt, an Austausch, an, sagen wir mal, an Flow, an fließenden Verbindungen, die es traditionell früher gegeben hat. Aber eigentlich haben wir ja heute in Europa die Möglichkeit, diesen Flow eigentlich wieder irgendwie zu eröffnen. Oder sehen Sie das irreversibel, diesen Verlust? Das ist ja mit der späteren Entwicklung wieder besser geworden.
Aber das wird ja immer noch moderiert von Nationalstaaten. Also das ist ja nicht zurückgekommen. Das sind die Regionen, die Grenzregionen müssen sich ja Nationalstaaten unterordnen. So man kann sagen, das ist ja vielmehr so ein Moderation zwischen zwei national getrennten Bevölkerungen heutzutage, wo man sagen kann, früher war das vielleicht Bevölkerung, die in diesen Räumen nicht so überzeugt waren, dass die national festgelegt waren. In der Zwischenkriegszeit, also auch nach dieser Volksabstimmung und den Spannungen, die es ja dann auch da gab und der Rezeption von deutscher Seite, war aber trotzdem dann die dänische Haltung wieder ein Versuch strikter Neutralität, soweit es irgendwie möglich ist. Können Sie uns dann aus Ihrer Perspektive schildern, wie die Besetzung Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht im April 1940, die ja auch so ein Sonderfall irgendwo war, also wie Dänemark, wie Sie das beschrieben haben, durch den Krieg gekommen ist, wie sich die Haltung der Politik und der Bevölkerung im Verlauf dieser Besatzungszeit verändert hat und wie sich der dänische Kleinstaat dann auch versucht hat, nach dem Krieg in seinem Verhältnis zu dem ja nun auch geteilten und total veränderten Nachkriegsdeutschland neu zu orientieren. Ich weiß, dass das eine Riesenfrage ist, aber sie ist sehr spannend. Die Besetzung von Dänemark ist insofern ein Sonderfall, weil Dänemark wurde nicht erobert, sondern nur besetzt. Das bedeutete auch, dass am Anfang des Krieges, Anfang der Besetzung, waren die Verhältnisse in Dänemark relativ eigenartig verglichen mit anderen europäischen Ländern. Dänemark war zum Beispiel in der Lage, eine Regierung zu behalten. Da wurden sogar Parlamentswahlen abgehalten. Und das Leben ging weitestgehend weiter. Natürlich war man nicht froh, besetzt zu sein, aber man hat sich damit eingerichtet. Man konnte auch Waren verkaufen und das war nicht unbedingt ein schlechtes Geschäft. Aber mit der veränderten Lage in der großen Welt und in der Krieg in Europa hat sich auch die Stimmung in Dänemark gedreht. Und je schlechter es Deutschland auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen ging, je stärker wurde auch der Widerstand und die Abweisung Deutschlands. Und in den letzten knapp 2 Jahren des Krieges war da eher ein Ausnahmezustand und da war nicht ein Kriegszustand wie in vielen anderen europäischen Staaten, aber es war nicht mehr ruhig in Dänemark. Die Besatzung, auch die Tatsache, dass Dänemark nicht in der Lage war, sich zu wehren, hatte vielleicht auch das Bedürfnis bei den Dänen geschafft, nachher sich ganz deutlich von Deutschland abzugrenzen. Und das ist auch klar, dass nach den Ereignissen im 19. Jahrhundert wurde diese Besetzung in der Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Element in Richtung eine neue antideutsche Stimmung in Dänemark. Also Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ganz klar auf der Feindseite gesehen. Und das hat auch relativ lange gedauert, auch nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das sich wieder normalisiert hatte. Die dänische oder die Reaktion der Dänen, sagen wir mal, hat sich auf unterschiedlichen Gebieten gezeigt. Unmittelbar hat sich nicht so viel verändert, aber nach 10, 20, 30 Jahren hat sich ja in Dänemark eine ganz starke Abwendung von Deutschland auch sprachlich, kulturell eingesetzt. Eine deutliche Orientierung Richtung Westen, so dass man sagen kann, dass die Nachbarschaft ist heute unproblematisch. Aber die dänische Seite ist auch sehr weniger auf Deutschland eingestellt als früher. Wir haben hier so Parallel Lives, zwei Gesellschaften, die
die leben ganz nett und zivilisiert miteinander, aber der Austausch ist mehr zurückhaltend und mehr begrenzt als früher. Gehen wir nochmal zurück in diese schwierige Zeit direkt nach dem Krieg, in den Anfang der 50er Jahre. Da gab es ja auch nochmal eine Diskussion über eine Verschiebung der Grenze nach Süden. Es kam ja dann nicht dazu. Und da spielt jetzt 1951 Hugo Eckener eine wichtige Rolle, der in Flensburg geboren ist, der große Luftschiffer, der Realisator des interkontinentalen Luftverkehrs mit Zeppelin-Luftschiffen, eine weltweit bekannte Persönlichkeit in der Zwischenkriegszeit. Ein Mann, der als Vertreter von Verkehr und Globalisierung eben auch jemand war, der in internationalen Bahnen dachte. Aber Eckener fuhr ja 1951 nochmal nach Flensburg, um eine öffentliche Rede zu halten über die Frage Deutsch oder Dänisch, weil er offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Volksabstimmung nochmal diskutiert wurde für eine weitere Grenzverschiebung. Und da hat er ganz klar Position bezogen, also wirklich Deutsch oder Dänisch. Und ganz kurz zusammengefasst, er hat im Grunde die Position vertreten, die Deutschen, die dänisch werden wollen, die wollen nur der materiellen Not im Nachkriegsdeutschland entfliehen. Und die anderen sind vaterlandsvergessene und kulturlose Gesellen. Er schrieb das Problem, um das es hier geht, ist nicht deutsch oder dänisch, sondern materialistische oder idealistische Lebenshaltung. Können Sie das für unsere Zuhörer sortieren und einordnen, wie die Atmosphäre da war und wie sich das verortet in dieser Zeit? Ja, wir bewegen uns ja jetzt dann immer noch in der nationalen Fragestellung, aber wenn wir hier zurückkehren zu einer regionalen Bühne, da tritt Eckener ja auf als ein Mensch mit einem Hintergrund in diesen schlesischen Raum. Seine Familie kommt aus Flensburg. Und ist auch Teil, sein Bruder ist ein berühmter Künstler gewesen, der auch Plakate in der Wahlkampf in 1920 gestaltet hat. Und Eckener ist ein Kind einer erfolgreichen deutsch-nationale Familie in Flensburg gewesen. Und wenn man das auf diese Ebene war natürlich der Gegensatz, der nationale Gegensatz auch sehr stark. Und Eckener, als er in Flensburg nach dem Zweiten Weltkrieg kommt oder reist, dann ist er wieder, dann ist er immer noch in diesen nationalen Gegensatz sehr eingebunden. Das ist das, was er sieht. Und der Furcht deutscher Kräfte in Schleswig, dass jetzt viele Schleswiger sagen sollen, wir sind doch lieber Dänen. Wir haben jetzt genug von Krieg und von Unglück in Deutschland. Wir besinnen uns jetzt wieder auf unseren dänischen Vergangenheit und Wurzeln. Diese Furcht war ziemlich groß. Und eine Zeit lang wuchs auch die Beteiligung oder der Interesse an einer dänischen Zukunft von Schleswig. Diese Zukunft wurde von der deutschen Seite sehr überwiegend als eine materielle gesehen. Das ist nur, weil das geht besser an den Dänen. Die haben mehr Geld, die haben mehr Waren und deswegen wollen die Leute jetzt nach Dänemark. Ich finde das interessant, wenn man die Zahlen sieht nach beiden deutschen Niederlagen gibt es eigentlich keine bedeutende Verschiebung in der Stimmungslage. Das ist nicht so, dass auf einmal gibt es sehr viele Leute, die wollen dann doch Dänen werden. Das hat nicht lange gedauert, jedenfalls dann hat es sich wieder ausgeglichen. Was man vielleicht erwarten konnte, dass die Grenze sich verschieben sollte als Konsequenz der deutschen Niederlagen, das ist nicht eingetroffen. Und das lässt sich ja eher danach interpretieren, dass die nationale Überzeugung war relativ stark
Ich denke, in Schleswig hatte das viel zu tun, damit zu tun, dass die Schleswiger ja auch ihrerseits verschiedenen Probleme mit den Dänen hatten. Und dann sind wir da wieder zurück zu einer von unseren Anfangsfragen mit der Kontext. Für die Dänen ist es sehr schwierig zu verstehen, dass es Leute in Schleswig geben konnte, die nicht lieber Dänen sein wollten. Und diese Fragestellung ist immer noch relativ interessant, finde ich, weil deutsche Schleswiger das anders sehen würden. Das ist jetzt eigentlich schon eine prima Überleitung zu meiner letzten Frage. Also da geht es jetzt mehr um das Grundsätzliche, also für aktuelle Grenzfragen in ähnlichen Konstellationen. An Sie die Frage, sind solche Abstimmungen eine Lösung oder sind sie immer eine Lösung? Und welche Potenziale oder auch Gefährdungen liegen in durchmischten Grenzregionen, die man eben nicht in einem nationalen Sinne politisch klärt, sondern in ihrer Vielfalt belässt? Wo sehen Sie da Potenziale und Risiken? Also das ist ja sicherlich ein Lösungsmodell, eine Abstimmung zu halten. Interessant ist es ja, dass die Abstimmung nach dem Ersten Weltkrieg, die gab es nicht nur im Deutsch-Dänischen, sondern auch im Deutsch-Polnischen und zwischen Österreich und Ungarn und Österreich und Kroatien. Das hat sich aber, man hat das nicht wiederholt. Ich denke, dass im Vergleich war die deutsch-dänische Grenzlösung relativ gut, relativ deutlich. Aber da vergisst man ja auch leicht, dass es hat ja davor 60 Jahre Ärger gegeben und die blutigen Kriege gab es ja im 19. Jahrhundert. Und als die Abstimmung kam, hatten sowohl dänischen als deutschen Schleswiger sich ja jahrzehntelang gehabt, sich darauf einzustellen. In anderen Gebieten kommen manchmal solche Abstimmungen relativ plötzlich. Und dann ist das nicht klar. Dann hat man nicht eine sichere Peilung, ob man nun wirklich das eine oder das andere wählen sollte. Und deswegen ist das auch nicht sicher, dass man tatsächlich eine gute Lösung mit einer Abstimmung erreichen kann. Das ist ja auch, kann man auch sagen, das ist eine schwierige Frage, so ein Ja oder Nein. Und das setzt ja voraus, dass man meint, dass Nationalität so einfach ist, dass man eine wählen kann und einander abwählen kann, dass man nicht, wenn man in einen gemischten Raum dann doch fühlt, dass man Einflüsse und von beiden Seiten und Vorteilen von beiden Seiten sehen kann. Das, glaube ich, ist, das wird oft unterschätzt. Und das wird unterschätzt, weil die Geschichte von den Zentren gelesen wird, wo man meint, dass, ja, das ist ja klar, man muss Klarheit haben, man muss eine deutliche Grenze ziehen können und dann, und die Leute, die können nicht so zwiespaltige Vorstellungen haben, die müssen eine klare Haltung haben, genauso wie wir es im Zentrum haben. Gibt es Menschen in der Grenzregion, also in der deutsch-dänischen jetzt, die Doppelpässe haben und sowas? Gibt es sowas? Ja, das gibt es auch. Aber ich würde sagen, dass man sieht ja in den letzten Jahren im deutsch-dänischen Grenzraum eine stärkere Tendenz dazu, dass die Minderheiten sich, die definieren sich auch nicht mehr so eindeutig wie früher. Die dänischen Schulen auf der deutschen Seite haben auch viele, auf der deutschen Seite haben viele Kinder, die eigentlich nicht zur Minderheit gehören, aber die von Eltern, die von anderen deutschen Ecken kommen. Es gibt auch viele junge Menschen, die, wenn wenn zum Beispiel dänisch gesinnte Südschleswiger nördlich der Grenze ziehen, dann gehen die zum Teil in der deutschen Schule, weil das ist ähnlicher. Das ist auch zweisprachig und da fühlt man sich eher in einer Minderheitenkontext.
Ich glaube, mit der Zeit sieht man eher eine Lockerung der deutlichen Abgrenzung. Es hat sich noch nicht so richtig institutionell gezeigt, aber wie die Leute sich verhalten und wie die Leute denken in ihren Schulwahl oder ihren Überlegungen, welche Identität die haben, da sieht man eine gewisse Ausgleich. Zeigt ja auch, dass diese Dinge nicht zementiert sind, sondern sich natürlich weiterentwickeln und bringt mich dann auch schon vielleicht zum Ende. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das mir sehr gut gefallen hat und mit dem ich schließen möchte. Vermeintliche Ungerechtigkeiten werden bloß dazu benutzt, sich an ihnen aufzureiben, wenn man selber der Meinung ist, die Geschichte hätte einem Unrecht getan. Stattdessen benötigen wir doch den Blick auf die Möglichkeiten, die wir haben, um uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Das ist ja ein wunderschöner Appell. Herr Professor Franzen, ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Debatorial ist ein Projekt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Konzeption: Dr. Claudia Emmert, Direktorin. Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter Abteilung Zeppelin. Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin Abteilung Kunst. Dominik Busch, Kurator und Leiter Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit. Felix Banzhaff, Co-Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Zeppelin. Caroline Wind, Co-Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Kunst. Charlotte Ickler, wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit. Jannik Scheurer, Digitalisierung. Simone Lipski, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Frauke Stengel, Marketing. Gestaltung und Programmierung, Ideebüro Stuttgart. Gefördert durch Neustart, das Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen des Bundesverbands Soziokultur, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Debatorial ist der digitale Prolog zur Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, zu sehen vom 21. Januar bis zum 6. Juni 2021, Zeppelin Museum Friedrichshafen. Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, Medienpartner SWR2.